Also wenn man so in so einem Aquarium reinguckt, ne, mit so dicke Fische und hat da 5 Stück drin, dann geht man da dran vorbei, hat alle gesehen, alle gezählt, alle sind da, alle schwimmen, alles gut. Brauche ich gar nicht näher rangehen, ist alles gut. Wenn man diesen Tatsia-Weißpunkt-Trugdornwels im Aquarium hat, geht man da so lange vorbei, wie man will, da passiert nichts, da ist keiner da. Wir haben also hier unsere kleinen Tatsias mal hier in das Aquarium reingetan. War natürlich sehr stilvoll mit so einem Restwurzelstückchen und die haben gar keine Versteckmöglichkeiten. Also wenn ihr den Tatsia in eurem Aquarium habt und das ist ganz dekoriert, dann seht ihr die nie. Aber ich finde eigentlich, das ist das Spannende am Aquarium. Also das mit den 5 großen Fischen hat sicherlich auch seinen Reiz. Wenn ich aber zu Hause mein Aquarium habe, dann muss ich nicht alle sofort sehen. Denn ich bin ja der, der das Aquarium pflegt, wartet und natürlich, das ist ja der Spaß daran, füttert. Was fütter ich denn diesen Tatsia? Ja, von zu Hause aus frisst er nur Lebendfutter. Also alles so an kleine Insekten, alles, was so auf den Grund fällt. Ich habe vorhin hier schon mal ein paar Krümelfutter hingetan. Fressen sie auch, wenn sie eingewöhnt sind. Sind sie aber nicht. Wir können dann mal hier mit Tubifex versuchen. Der wird eigentlich sehr gerne gefressen. Ist immer aktiv. Geht gerne auf den Bodengrund. Und wenn man den so im Aquarium so ein bisschen verteilt, diesen Brocken, wenn ich den ganzen Brocken reinwerfe, ist das vielleicht für die kleinen Fische nicht so gut. Aber die Größeren mögen das schon. Wollen wir mal gucken, ob unsere Tatsias Appetit haben. Aber wir haben die ja natürlich auch nur gerade da reingesetzt. Das ist also ein Fisch, den setzt ihr zu Hause im Aquarium. Und ich kann euch versprechen, die ersten 14 Tage seht ihr den nicht. Und dann ist das ein Highlight, wenn man ihn mal sieht. Das ist ein ganz friedlicher Wels. Allerdings hat er natürlich auch Dornen. Und die Dornen sind also in den Brustflossenstrahlen und in der Rückenflossenstrahle. Ich würde euch raten, den nicht in der Hand zu nehmen beim Fangen. Viele fangen ihre Fische, wenn die ein bisschen größer sind, mit der Hand oder so. Wenn man da so einen Dorn im Finger hat, da tut empfindlich weh, kann sich auch ganz schnell entzünden. Und dann hat man da teilweise wochenlang Spaß dran. Das ist mit Sicherheit nicht schön. Aber hier meine Tatsias, die haben scheinbar gar keinen Hunger. Ist ja auch ungewohnt. Das ist ein versteckt lebender Fisch unter Wurzeln, in Höhlen. Und am liebsten ein schön bewachsenes Aquarium. Das heißt, er kommt nur raus, wenn er dämmert, wenn er sich ganz sicher fühlt. Deshalb haben wir den ja in das kleine Becken getan, sonst würde man den ja gar nicht sehen. Es gibt ja viele, die Saugwälse, die saugen ja immer die Scheiben, die Wurzeln ab. Fast alle Wälse, die dann Maul nach vorne offen haben, sind böse Räuber und killen so alles, was so eben reinpasst. Kann ich bei denen gar nicht feststellen, selbst kleinere Fische bleiben unbehelligt, sondern die haben sich einfach spezialisiert auf Insekten. Die Insekten dürfen dann nach einer Zeit auch gefroren und wieder aufgetaut sein. Ja, sogar an Trockenfuttergranulat gehen die nach einer Zeit ran. Ist also auch kein Problem. Das heißt, ich sehe die nur, wenn ich abends fütter. Und das ist ja so mein Highlight. Aber zum Zeigen müssen wir das ja machen. Wir können nicht abends warten vor dem Aquarium und sagen, ah, jetzt kommen sie raus und jetzt zeige ich euch diesen Wels. Sondern das funktioniert nicht. Wir brauchen hier ja natürlich auch Scheinwerfer, dass hier ein vernünftiges Licht ist. Aber sobald wir die Lampen anmachen, um zu filmen, um das gut beleuchtet zu haben, sind die ersten 2, 3, 4 Stunden gar nichts mit den Tieren los. Die sind weg, die sind versteckt. Was an denen interessant ist, ist die Vermehrung. Das ist ja immer so ein Thema, wo ich ja immer sage, sowas ist spannend, sowas muss man mal erlebt haben. Wir haben ja schon ganz viele Wälse gehabt, die in eine Röhre, eine Höhle, einen Unterstand gehen, die Eier unter Decke kleben oder auf dem Boden oder auf dem Stein oder. Und wenn das Weibchen die Eier gelegt hat, kommt das Männchen, schwimmt drüber und befruchtet die. Bei denen ist das eigentlich so genauso wie bei Guppy Plati Schwerträger. Das Weibchen hat die Eier im Körper und er befruchtet also dann das Weibchen. Anschließend geht das Weibchen in Unterstand, am liebsten in eine ganz enge Höhle, wo sie alleine reinpasst, legt dann die Eier da drin ab, oft unter Decke geheftet. Die quillen dann nach dem Legen so ein bisschen auf, das sieht so ein bisschen aus wie Froschleich, nur ein bisschen kleiner, bewacht dann das. Sie versucht mit dem Körper, macht sie sich breit extra, dass man gar nicht die Eier sieht und durch starke Kiementätigkeit pustet sie quasi immer frisches Wasser wieder auf die Eier, damit die ausreichend Sauerstoff haben, um sich dort zu entwickeln. Das dauert dann so 4 Tage, dann schlüpfen die Jungen. Nach weiteren 4 Tagen fangen die an zu schwimmen. Und dann meist passt das Weibchen noch 3, 4 Tage auf die Jungenschar auf. Dann sollte man sie aber
alleine sitzen haben, also besser ist sowieso das Pärchen alleine setzen, wenn die eingewöhnt sind, würde theoretisch zur Zucht so ein kleines oder ein bisschen größeres Aquarium, würde dann reichen, schöne Höhlen da reinmachen, am besten so, dass ich von draußen auch gucken kann, dass ich da den Spaßfaktor eben miterleben kann, wenn die Eier legt und die pflegt. Und dann schwimmt sie frei und wenn sie mit den Jungen 2-3 Tage freischwimmt, dann stellt man fest, so jetzt werden die Kinder langweilig, die gehen auch nicht mehr im kleinen Schwarm in der Gruppe mit ihr zusammen, sondern die vereinzeln sich einfach, sind also nicht mehr an Familienbünde interessiert. Und dann wird es allerdings Zeit, das Weibchen rauszuholen, denn dann kriegt sie natürlich auch den großen Appetit. Die hat ja jetzt so 10, 15 Tage, 20 Tage gar nichts gefressen oder nur sehr, sehr wenig und hat dann natürlich irgendwann Riesenhunger. Ja, und der muss dann gestillt werden. Und da ja dann Lebendfutter die Vorliebe ist, ob das also dann ihre eigenen Junge sind oder von anderen Tieren Jungtiere sind, das ist ja dann egal. Der Hunger ist dann zu groß und dann essen die auf. Einer haut hier jetzt rein. Das hat ja ein bisschen gedauert. Die haben jetzt natürlich nach dem Umsetzen, nach jedem Umsetzen ist Stress. Und wie gesagt, die ersten 14 Tage ganz in Ruhe lassen und nicht sagen, boah, ich habe die jetzt schon 3 Tage nicht gesehen, ich muss gucken, was mit dem ist und grab mein ganzes Aquarium um, dann werde ich den nie sehen. Jetzt aber noch ein paar technische Daten. Wir machen mal einen Haltungscheck. Ich denke mal, ein außergewöhnlicher Fisch. Müsst ihr euch mal überlegen, ob der nicht in euer Aquarium passt. Haltungscheck. Tatsia. Im Durchschnitt wird er so 10 cm groß. Es hat auch schon 20 cm große gegeben. Wenn er natürlich so groß wird, dann nehme ich das zurück, dass er die ganz kleinen Fische nicht mehr anfrisst. Aber so die Durchschnittsgröße, die die erreichen, ist ungefähr 10 cm. Und dann kann man den natürlich auch prima im 160-Liter Aquarium halten. Die werden ziemlich alt, obwohl er ja ein kleiner Fisch ist. Also 8 bis 10 Jahre ist gar kein Thema. 15 Jahre sind sicherlich auch möglich. Geschlechtsreife kriegen die mit 8 Monaten. Ist immer gut, auch schon mit jungen Tieren zu züchten, weil die im Allgemeinen viel besser pflegen, viel intensiver pflegen als nachher die Alten. Die sind dann irgendwann mal da nicht mehr interessiert dran. Außergewöhnlich die innere Befruchtung, bei Welsen ganz, ganz selten. Spannend zu beobachten, wenn die sich paaren. Brutpflege macht dadurch natürlich ganz alleine das Weibchen. Ernährung, Trockenfutter, Lebendfutter, Frostfutter, wieder aufgetaut, habe ich schon öfter erklärt. Herkunft Südamerika, dadurch klar Temperatur 24 bis 28 Grad und der pH-Wert muss gar nicht so tief sein, also bis 5,5 pH geht, aber rauf bis 7,6, 7,7 ist auch gar kein Problem. Die Härte kann von 0 bis 12 sein, wenn man sie dran gewöhnt, geht auch noch 15, ist also alles kein Thema. Ganz wichtig als Deko, viele Verstecke, wenn ihr züchten wollt, schöne Röhren, ungefähr so, dass der Wels soeben da reinpasst. Eigentlich ein ganz spannender Fisch, denkt mal drüber nach.